guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Pressekonferenz, heute präsentiert von unserem Sponsor des Tages, der Franz Wunderlich Gebäudereinigungs- und Dienstleistungs GmbH. Ja, das Regionalligaspiel zwischen Viktoria Köln und den Sportfreunden aus Lotte endete 1:1. Zu meiner Rechten darf ich nun den Gästetrainer begrüßen, Michael Boris, und wie immer zu unserer Linken unser Viktoria-Trainer Klaus-Dieter Wollitz. Bei uns hat der Gast das erste Wort. Lieber Herr Boris, Ihr Statement bitte zum heutigen Spiel. Ja, erstmal schönen guten Abend zusammen. Ich denke, ich fange mit der ersten Halbzeit an, da bleibe ich ein bisschen kurz bei, dass wir da zu Recht zurückgelegen haben. Wir haben nichts für das Offensivspiel getan. Viktoria war uns in allen Belangen überlegen. Sie haben, es gibt so eine Spielform Freilaufen und Decken, das haben sie, glaube ich, mit uns gespielt, erste Halbzeit. Und wir sind in die Kabine gegangen und habe ich gesagt, so funktioniert nicht Mannschaftsfußball, so funktioniert kein Mannschaftssport. Haben Glück, dass wir nicht 0-2 zurückliegen. Und ich glaube, man hat gesehen, dass wir zumindest in den ersten 15 bis 20 Minuten in der zweiten Halbzeit aktiver waren. Haben da die Zweikämpfe gesucht, sind ein bisschen eher an die pendelnde Dreierkette von Viktoria herangegangen, machen da mit dem zweiten Ball, beziehungsweise glaube ich war schon der dritte Ball, der dann zum 1-1 ins Tor fällt, dann den Ausgleich, verdient oder nicht, sei mal dahingestellt, haben noch eine Chance durch Benedikt Köp, wo er bei der Ecke frei steht und mit der Brust eventuell das Tor machen könnte, aber ansonsten habe ich halt Viktoria Köln gesehen, spielstark, sie dürfen eins nicht vergessen, ja, wir sind ja hingefahren, mich fragt ja immer die Presse, was wollen Sie holen, Punkt oder drei? Und wenn Sie nach 20 Minuten nur hinterm Ball herlaufen, dann sind Sie mit dem Punkt zufrieden. Und ich glaube, das hat man dann nachher auch gesehen, haben uns öfter mal hinfallen lassen, wobei die Geschichte kurz vor Schluss ist ein Nasenbeinbruch bei meinem Spieler Tim Wendel. Also da war nichts mit Theatralik. Ansonsten, Pele, ja, dir weiterhin viel Glück, du hast eine überragende Mannschaft. Und ja, du hast natürlich zwei Ausfälle zu verkraften mit Kandan und Pagano, das auch ein bisschen dauert. Aber ich denke, ihr werdet euren Weg machen und... ich bin aber im Urlaub, wenn ihr die Aufstiegsspiele habt. Also ich gucke sie mir im Fernsehen an. Danke, schönen Freitag noch. Tschüss. Ja, vielen Dank, Herr Boris. Dann bitte auch dein Statement zum heutigen Spiel. Ja, was soll ich noch da hinzufügen? Wir lassen zu viel liegen. Ob in Köln, ob in Essen, ob heute. Ich glaube, dass wenn man die... oder uns kritisieren will, das ist, dass wir die Spiele nicht gewinnen. Über den Fußball brauchen wir nicht diskutieren. Wir machen vieles richtig, vergessen manchmal den, wie man den Fußball so schön sagt, den Sack zuzumachen und machen dann einen Fehler zum Gegentor, der diesen beiden Spielern in der Kombination heute eigentlich nicht passieren darf, zumal sie bis dahin richtig gut gespielt haben. Aber so ist das halt, der wird gleich bestraft. Dann hatten wir trotzdem noch die Überzeugung, das Spiel zu gewinnen. Aber wie gesagt, wir schießen dann aus unserer Überlegenheit und wirklich guten Spiel. Ich denke, dass du auch nicht besser in dieser Liga spielen kannst. Aber wir, nochmal, wir verschenken einfach zu viele Punkte. Solange wie ein Spiel nicht entschieden ist, glaubt der Gegner immer daran. Und das ist auch ihr gutes Recht. Und es ist einfach schade, dass man sich dann... auch heute wieder nicht belohnt, nur wenn man ein Gegentor bekommt und nur eins schießt, dann hat man dann auch am Ende verdient, 1-1 zu spielen. Dir auch, Boris und Lotte, alles Gute und ja, nächste Woche geht's weiter. Danke. Unseren Gästen aus Lotte wünsche ich nun eine gute Heimfahrt, Ihnen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.